Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. I did not have sexual relations with that woman. Demokraten tun es genauso wie Diktatoren. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die größten Lügen der Geschichte. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Wer die Wahrheit sucht in der Geschichte, stößt ganz oft auf ungeheure Lügen. Schon die Menschen in den ersten Hochkulturen haben derart dreist gelogen, dass sich sprichwörtlich die Balken bogen. Doch warum die Lüge bis in unsere Tage zu den Grundkonstanten der Geschichte zählt, ist kaum bekannt. Wir haben 7 große Lügen ausgewählt. Geschichten hinter der Geschichte, die die Wirkung von gezielter Unwahrheit verdeutlichen. Dass Lügen kurze Beine haben, ist natürlich eine Binsenweisheit, die in unserem ersten Fall schon gar nicht gilt. Denn mehr als 6 Jahrhunderte vergingen, bis die Lüge aufflog. Und 4 weitere, bis auch die Stellvertreter Gottes sich dem beugten. Die wohl folgenreichste Lüge der Geschichte hat mit Religion zu tun und auch mit Macht. In allen großen Weltreligionen gilt die Unwahrheit als Sünde. Vater der Lüge sei der Teufel, sagt die Bibel und sagen die Päpste. Wenn das so ist, dann riecht die Grundlage päpstlicher Macht im Mittelalter gehörig nach Schwefel. Mehr als 1000 Jahre lang gründete der Herrschaftsanspruch des Vatikans auf einer sagenumwobenen Urkunde der sogenannten Konstantinischen Schenkung. Zahllose Abschriften in ganz Europa zeugen von der Bedeutung der Urkunde im Mittelalter. Im Original soll sie die Unterschrift des römischen Kaisers Konstantin getragen haben. A.D. 313, so berichtet der Urkundentext, sei Konstantin der Große vom Papst durch die Taufe von der Lepra geheilt worden. Der dankbare Kaiser habe den Bischof von Rom daraufhin zum Oberhaupt aller Christen ernannt und ihm die Westhälfte seines Reiches übergeben. Der Papst damit zum geistlichen Oberhaupt der Kirche und zu einem der mächtigsten Herrscher in Europa. Doch die Urkunde, die auch noch das angeblich persönliche Siegel Jesu Christi trägt, hat einen Haken. Sie ist eine Fälschung. Wann und wo sie entsteht, ist bis heute unklar. Mitte des 8. Jahrhunderts finden sich erste vage Spuren der konstantinischen Schenkung in schriftlichen Quellen. 751 nach Christus stürzt der Frankenkönig Pippin seinen Vorgänger mit dem Segen des Papstes. Der neue König verschafft dem Papst dafür Besitztümer in Italien und beruft sich dabei auf die vermeintlich uralten Ansprüche der konstantinischen Schenkung. Es ist der Beginn des Kirchenstaats, der später große Teile Mittelitaliens einnehmen wird. Auch den Vorrang vor den anderen Bischöfen können die Päpste durchsetzen, mit Hilfe der konstantinischen Schenkung. Sie wird neben den einschlägigen Stellen im Neuen Testament zur wichtigsten Grundlage päpstlicher Macht. Erst 1433 gerät das Lügengebäude ins Wanken. Der deutsche Gelehrte Nikolaus von Kues entdeckt haarsträubende Fehler im Text der Urkunde. So wird der Name Konstantinopel benutzt, obwohl die Stadt damals noch Byzanz heißt. Kues bestreitet die Echtheit der Urkunde, nicht aber die Autorität der Päpste. Immerhin wird er zum Kardinal gekürt. Es hatte ja schon vor Nikolaus von Kues Zweifel gegeben. Aber man war der Sache nicht nachgegangen, weil es nicht nützlich schien. Viele Kaiser und Könige sahen einen Vorteil in der unabhängigen weltlichen Macht des Papstes. Sie waren froh, einen Verbündeten in Rom zu haben. Sie wollten nicht, dass der Vatikan und die Stadt Rom in die Hände eines politischen Gegners fielen. Die Aufdeckung der Fälschung kann die Macht der Päpste zwar nicht erschüttern, doch sie fällt in eine Zeit, in der das moralische Ansehen des Heiligen Stuhls beschädigt ist.
Anfang des 16. Jahrhunderts gilt Rom als Sündenpfuhl. Besonders in deutschen Landen wird den Päpsten vorgeworfen, Gelder der Kirche für ein Leben in Luxus und Sünde zu verschwenden. Die Nachricht von der gefälschten Urkunde ist Wasser auf den Mühlen der Kritiker. Im deutschen Wittenberg ruft ein Mönch namens Martin Luther zum Widerstand auf. In seinen Schriften erscheint der Papst als Drache. Sein Mitstreiter, der Humanist Ulrich von Hutten, macht die gefälschte konstantinische Schenkung per Buchdruck in weiten Kreisen bekannt. In Rom versucht man, den Schaden zu begrenzen. Die Urkunde sei zwar gefälscht, heißt es, aber ihr Inhalt wahr. Im Übrigen sei die Fälschung in Byzanz und nicht in Rom entstanden. Die gesamte konstantinische Schenkung wurde mehrmals von der Kirche eigentlich widerrufen, indem sie gesagt haben, es stimmt nicht ganz. Aber wir können nichts dafür, das waren die Griechen. Das geschrieben, gemacht haben. Und da sieht man das erste Mal einer der wichtigsten Merkmale der politischen Lüge, aber überhaupt der Lüge, Verantwortung abschieben. Erst im 19. Jahrhundert gibt der Vatikan die tausendjährige Lüge ohne Einschränkung zu. Der Bischof von Rom herrscht heute nur noch über einen halben Quadratkilometer, doch er bleibt das geistliche Oberhaupt von über einer Milliarde Katholiken. Unser nächster Fall wirkt dagegen eher harmlos und ziemlich menschlich. Doch er zeigt, wie sehr auch kleine Lügen große Folgen haben können. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Oval Office, so heißt das Büro der US-Präsidenten wegen seines ovalen Grundrisses. Die Praktikantin Monica und der Präsident Bill machen daraus das Oral Office und sorgen für einen handfesten Skandal. Dabei hatte Bills Karriere so makellos begonnen, als Strahlemann neben einer ebenso strahlenden Ehefrau. Ich liebe ihn, ich respektiere ihn und würdige, was er durchgestanden hat und was wir zusammen durchgestanden haben. Das hier ist keine Abmachung, kein Kuhhandel, das ist eine Ehe. Liebesglück oder Lügengebäude? Für die Karriere jedenfalls ein Muss. In den USA hält man den Präsidenten für jemanden, auf den man sich unbedingt verlassen, dem man die Zukunft und sogar die eigenen Kinder anvertrauen kann. Er muss auftreten wie ein Übervater. 1992 behauptet die Sängerin Jennifer Flowers, Clintons Geliebte gewesen zu sein. Das ist doch typisch für ein Blatt wie den Star. Wenn die schreiben würden, Marsmännchen wären auf der Erde, würden sie mich bestimmt nicht fragen, ob das wahr ist. Mit Dementis ans Ziel. Vereidigung zum 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten 1993. Jefferson Clinton, do solemnly swear. So help me God. Congratulations. Bill Clinton ist der erste US-Präsident nach Ende des Kalten Krieges. Er will Amerika modernisieren, bringt neue Inhalte und einen neuen Stil ins Weiße Haus. Meinungsforscher bescheinigen ihm hohe Werte in den Punkten Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Whitewater. Dann droht ein geplatztes Immobiliengeschäft, die guten Werte zu beschädigen. Das Ehepaar Clinton soll in den sogenannten Whitewater-Skandal verwickelt sein. Sonderermittler Kenneth Starr beginnt in Clintons Vergangenheit zu wühlen und lädt ihn vor. Was er nicht ahnt, Starr hat etwas in petto. Der Präsident soll Sex mit einer Praktikantin im Weißen Haus gehabt haben, Monica Lewinsky.
Doch daran kann sich der Vorzeige-Ehemann selbst unter Eid beim besten Willen nicht erinnern. Januar 1998. Ich möchte dem amerikanischen Volk etwas mitteilen. Ich sage das jetzt noch einmal. Ich hatte keinerlei sexuelle Beziehung zu dieser Frau, Miss Lewinsky. Ich habe niemanden aufgefordert zu lügen, nie. Ein Mensch, der seinen ganzen Wahlkampf auf Familie, auf Ehrlichkeit, auf Ehefrau, Tochter, Hund aufgebaut hat, auf puritanisch-protestantische Offenheit. Und so ein Mensch beginnt mit einer Praktikantin eine Beziehung und nachher lügt er. Also das ist für einen Puritaner fürchterlich. Er hat uns, unsere amerikanische Ehre, befleckt. Nicht nur das Kleid der Monika Lewinsky. Das befleckte Kleid von Monika wird nicht gewaschen und auf DNA-Spuren untersucht. Bill muss zur Blutprobe. Ganz Amerika diskutiert die pikante Affäre mit der Praktikantin und die Frage, ob die Zigarrenspielchen überhaupt als Sex zu werten sind. Dass das für den Amerikaner kein Sex ist, das hat mir ein bisschen wehgetan, muss ich sagen, weil für mich hat das immer dazugehört. Für mich ist das also ein echter Verlust in meiner Erinnerung sozusagen, wenn ich das alles nur unter Kontakt abordnen muss bei mir in meiner persönlichen Geschichte. Der Kongress schert sich nicht um solche Unterschiede. Die Republikaner beantragen Clintons Amtsenthebung wegen Meineids und öffentlicher Lüge. Clintons beste Verteidigerin ist die betrogene Ehefrau. Sie hält zu ihm, bewundert von der mitleidenden Öffentlichkeit. Die Lüge aber ist nicht länger aufrecht zu erhalten. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. I deeply regret that. Wenn man die amerikanischen Filme anschaut und da irgendjemand irgendeine Untat begeben hat, dann stellt sich hin und sagt, es tut mir so leid. Und wenn sie es tut mir so leid ehrlich klingt, das lieben die Puritaner. Da steht ein Mann, der gesündigt hat. Sexuell Meineid. Aber er steht da und gibt alles zu. Clintons Werte in puncto Glaubwürdigkeit sacken in den Keller. Seine Sympathiewerte dagegen kaum. Amerika verzeiht einem ansonsten erfolgreichen Präsidenten seine menschlichen Schwächen. Freispruch im Senat im Februar 99. The Senate adjudges that the respondent William Jefferson Clinton, President of the United States, is not guilty as charged in the second article of impeachment. In den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit bemüht sich Clinton, das Image vom treuen Familienvater wiederherzustellen. Ehefrau Hillary wird mit einem Senatssitz entschädigt und mit Aussicht auf mehr. Heute ist sie Außenministerin. Unser nächster Fall handelt von einem notorischen Lügner, einem Kriegsgrund und dem tiefsten Einschnitt in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Deutschland im Sommer 1939. Krieg liegt in der Luft, aber die meisten Deutschen wollen Frieden. Am 1. September morgens um 10 Uhr wird verkündet, was viele befürchten. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die meistzitierte Hitlerrede ist gleich doppelt falsch. Schon um 4.45 Uhr eröffnet das deutsche Kriegsschiff Schleswig-Holstein vor Danzig das Feuer. Vermutlich aus Versehen datiert Hitler den Angriff auf Polen eine Stunde zu spät. Der Rest der Rede ist kühl kalkuliert. Weil die Deutschen eher kriegsunwillig sind, wird die Lüge vom angeblichen polnischen Angriff in die Welt gesetzt. Für sich selbst brauchte Hitler ja keine Rechtfertigung des Angriffs. Er hatte das ja oft genug gesagt und auch geschrieben, dass er diesen Krieg wollte. Aber er muss sich vor einer Nation verantworten, die noch nicht ganz auf seiner Seite steht. Außerdem will er sich auch vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen, so gut es geht.
e di dover rispondere anche a un pubblico internazionale. Der eigentliche Kriegsgrund heißt Danzig. Seit dem Versailler Vertrag von Deutschland getrennt. Hitler fordert die Wiedereingliederung der Stadt ins Reich und freien Zugang auf dem Landweg. Warschau lehnt ab. Es kommt zu Schikanen gegen Deutsche in Polen. Hunderte fliehen, heim ins Reich. Hitlers 50. Geburtstag, 20. April 1939. Seit zwei Wochen hat die Wehrmacht Befehl, den Überfall auf Polen vorzubereiten. Hitler träumt vom Lebensraum im Osten. Er will nicht verhandeln, er will Krieg. In Polen wird die Mobilmachung angeordnet. In der Regierung herrscht Siegeszuversicht. Man überschätzt die eigene Stärke und hofft auf die Engländer. London hat wie auch Frankreich erklärt, im Falle eines deutschen Angriffs auf Polens Seite in den Krieg einzutreten. Auch in Großbritannien werden die Streitkräfte mobilisiert, wird die Bevölkerung auf Luftangriffe vorbereitet. Trügerische Idylle im Sommer 39. Viele Deutsche hoffen, dass der Streit um Danzig ausgeht wie das Ringen um Sudetenland. Friedlich und erfolgreich. Ein Krieg allein gegen Polen, England und Frankreich scheint aussichtslos. Dann am 23. August der Auftritt des deutschen Außenministers von Ribbentrop in Moskau. Bislang galt Stalins Sowjetunion als Erzfeind der Nazis. Jetzt schließen die beiden Diktatoren ein Bündnis. Man ist sich schnell einig. Nicht-Angriffspakt, Aufteilung Polens. An der deutsch-polnischen Grenze marschiert die Wehrmacht auf. Mit Stalin als Partner fühlt sich Hitler sicher. Frankreich und England, so glaubt er, würden Polen im Stich lassen. Der Morgen des 26. August. Deutsche Soldaten eröffnen am Jablunka-Pass im Süden Polens das Feuer. Die ersten Schüsse des Zweiten Weltkriegs, sechs Tage zu früh. Die Soldaten haben kein Funkgerät und erfahren nicht, dass Hitler den Angriff noch einmal verschoben hat. Er braucht noch den passenden Anlass. Am Abend des 31. August überfallen als Polen verkleidete SS-Männer den deutschen Grenzsender Gleiwitz. Sie hinterlassen einen Toten in deutscher Uniform, einen ermordeten KZ-Häftling. In deutscher und polnischer Sprache wird die angebliche Eroberung durch polnische Angreifer verkündet. Für den nächsten Morgen um 4.45 Uhr hat die Wehrmacht den Befehl, auf breiter Front anzugreifen. Wir sprechen über den Sender Gleiwitz. Der Zweite Weltkrieg beginnt mit einer perfide inszenierten Lüge. Seinen Militärs erklärt Hitler noch im Vorfeld: Die Glaubwürdigkeit ist dabei gleichgültig. Im Sieg liegt das Recht. Hitlers Rede 5 Stunden nach dem Beginn des Überfalls verhöhnt die Opfer und täuscht doch mit einigem Erfolg die Zuhörer in Deutschland. In einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen nun seit Monaten. Ist ja für jemanden, der 60 Jahre danach aufgewachsen ist, nicht leicht zu verstehen, dass dieses mickrige Männchen, das sich aufführt wie so ein kleines Rumpelstilzchen, dass der überhaupt ernst genommen wurde. In seinem völlig verquasten Redestil. Da sind wir möglicherweise heute auch, was die psychologischen Kenntnisse des Einzelnen angeht, viel weiter. Heute würden wir so ein Männchen gar nicht übel, gar nicht ernst nehmen. Unser nächster Fall zeigt, dass auch große Denker manchmal lügen, um sich selbst noch größer zu machen. Oktober 1492. Christoph Kolumbus scheint erstmals den Beweis zu erbringen, dass man auch nach Osten gelangen kann, wenn man nur lange genug nach Westen fährt. Der Seefahrer vertritt die These, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist.
Sein eigentliches Ziel Indien erreicht er nicht, doch er entdeckt Amerika. Und er wird heute für seine Kugelidee gerühmt. Zu Recht. Then one day a mapmaker named Christopher Columbus had an idea. Do you know what? I think the world isn't flat at all. I think it's round like a ball. Did you hear what he said? Did you hear what he said? He said that the world is round. Oh, he's crazy. Das Weltbild des Mittelalters. Die Erde eine Scheibe? Die Sache mit der Scheibe ist nicht nur physikalisch falsch, sondern auch historisch eine Lüge. Tatsächlich gehen schon die meisten Gelehrten des Mittelalters von einer kugelförmigen Gestalt der Erde aus. Mit astronomischem Gerät stellen sie Berechnungen über den Erdumfang an und liegen nur um ein paar hundert Kilometer daneben. Allerdings bringt die Erkenntnis der Kugelform andere knifflige Fragen mit sich. Ist die Erde überhaupt überall bewohnbar? Das Problem war, die Menschen des Mittelalters kannten das Gesetz der Schwerkraft nicht. Also fragten sie sich, wie können die Menschen auf der anderen, unteren Seite der Kugel leben? Sie stellten nicht die Erde als Kugel in Frage, aber sie fragten sich, wie können die Menschen auf der anderen Seite der Erde, die sogenannten Antipoden, am Boden bleiben? Darüber kursierten allerlei lustige Legenden von Menschen, die auf dem Kopf stehen oder auf Händen laufen. Wenn das die Fakten sind, woher stammt dann die weit verbreitete Legende, das Mittelalter habe die Erde für eine Scheibe gehalten? Stecken etwa die Astronomen jener Zeit dahinter? 1633 macht die Kirche dem italienischen Gelehrten Galileo Galilei wegen seines angeblichen ketzerischen Weltbilds den Prozess. Doch auch der Fall Galilei dreht sich nicht um die Frage Kugel oder Scheibe, sondern darum, ob die Erde im Mittelpunkt des Universums ruht, wie die Kirche sagt, oder ob sie sich um die Sonne dreht. Galileo weiß es zwar besser, doch um der Folter zu entgehen, widerruft er sein richtiges heliozentrisches Weltbild. Mutiger geht ein anderer himmelskundiger Gelehrter vor, Nikolaus Kopernikus aus Thorn im heutigen Polen. Gegen die kirchliche Lehre von der Erde als Mittelpunkt des Universums zieht er mit Polemik zu Felde. Im Vorwort seines Hauptwerks von der Umdrehung der Weltkörper zitiert er den Kirchenvater Lactantius aus dem 4. Jahrhundert, der tatsächlich an eine scheibenförmige Erde glaubte. Dass Lactantius schon in seiner Zeit eine Ausnahme war, verschweigt Kopernikus. Es gab natürlich im Mittelalter Denker, sogenannte Denker, die es behauptet haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Genau die wurden zur Zeit der Aufklärung hervorgeholt und zitiert. Und diese Zitationen haben gestimmt. Aber natürlich, und das ist heute auch nicht viel anders, wenn ich etwas zitiere, dann suche ich aus, ob diese Zitation meine Theorie unterstützt oder nicht. Kopernikus ist also offenbar schuld an der Legende vom scheibenförmigen und rückständigen Weltbild des Mittelalters. Tatsächlich entsteht schon 1492, also vor der Rückkehr des Kolumbus, in Nürnberg der erste Globus. Dort, wo Amerika liegt, zeigt er nur den weiten Ozean. Eine Vorstellung, die zum eigentlichen Streitpunkt im Vorfeld der Kolumbusfahrt geworden war. Denn wenn die Erdkugel so groß ist wie berechnet, wäre der Seeweg nach Indien viel zu weit, um ihn mit den Schiffen des 15. Jahrhunderts zu bewältigen. Kolumbus schätzt den Erdumfang tatsächlich falsch ein. Er hält die Erde für ein Drittel kleiner, als sie wirklich ist. Bis Asien hätte der Proviant niemals gereicht. Christoph Kolumbus irrte sich in seinen Berechnungen. Er hielt die Erde für kleiner. Daher glaubte er, er könne Indien mit drei winzigen Schiffen erreichen, mit denen wir heute nicht einmal mehr die Adria überqueren würden. Christoph Kolumbus war hartnäckig, unwissend und ein Glückspilz. Den endgültigen Beweis für die Kugelform und die wahre Größe der Erde hat Kolumbus nicht erbringen können. Es ist der Portugiese Magellan, dessen Schiff 1522 die Erde erstmals umsegelt. Die Theorie von der Scheibe ist damit endgültig widerlegt.
In unserem nächsten Fall geht es, je nach Interpretation, um eine Fehlinformation oder eine Lüge, der zeitweilig zwei Drittel der US-Bevölkerung Glauben schenken. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. The people of the United States and their friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We cannot wait for the final proof, the smoking gun. The game is over. Es ist das Schreckensszenario des Jahres 2003. Iraks Diktator Saddam Hussein, so heißt es, bedroht die Welt mit Massenvernichtungswaffen. Ein Vorwurf, der nicht aus der Luft gegriffen scheint. Schon 1988 hat der Tyrann in kurdischen Dörfern mit Giftgas morden lassen. Auch im Krieg gegen den Iran setzt er Chemiewaffen ein, die mit westlicher Technik gefertigt worden sind. Die Baustelle eines mit französischer Hilfe geplanten Atomreaktors zerstören israelische Kampfflugzeuge. 1990 verschafft sich der Irak mit dem Überfall auf Kuwait endgültig das Image des Schurkenstaats. Von den USA angeführte Koalitionstruppen verweisen Saddam in die Schranken, scheuen aber den Marsch auf Bagdad. Der Irak muss UN-Inspektoren ins Land lassen und seine Chemiewaffen zerstören. Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel beginnt. 1998 wirft Saddam die Inspektoren wieder aus dem Land. Oh mein Gott! Der 11. September 2001 bringt den Irak ins Visier amerikanischer Vergeltungspläne. Obwohl Saddam keine Kontakte zu den Attentätern nachzuweisen sind. No question that the leader of Iraq is an evil man. Feindbild ohne Kriegsgrund? Wenn ich von einem Bin Laden absehe, dann gibt es kaum in der arabischen Welt eine Gestalt, den man so herrlich als den Bösen darstellen konnte wie Saddam Hussein. Er war so selber prädestiniert durch seinen Auftritt, durch sein Gehabe. Das hat ihm einfach gepasst. Schon unmittelbar nach dem 11. September fasst die Regierung Bush einen Krieg gegen den Irak ins Auge und beginnt mit der Suche nach möglichen Begründungen. Saddam erkennt die Gefahr und lässt im November 2002 die UN-Inspektoren wieder ins Land. Wochenlang fahnden sie nach verbotenen Kampfstoffen und finden keine Beweise. Für die Regierung Bush ein Rückschlag. Gerät der Kriegsgrund in Gefahr? Aus Geheimdienstkreisen wird ein neuer Vorwurf laut. Hier im Niger soll der Irak Uran gekauft haben. Als Beweise werden geheime Papiere vorgelegt. Der Brite Tony Blair macht mit beim Spiel mit der Desinformation. His weapons of mass destruction program is active. Detailed and growing. The government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more. Ständige Wiederholung macht die Behauptung nicht überzeugender. You have to make the case. In München redet der deutsche Außenminister Fischer Klartext. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that. Experten entlarven die angeblichen Beweise als lieblose Fälschungen. Falsche Daten, erfundene Briefköpfe, getürkte Unterschriften. Let's go, let's go! Doch die Koalition der Willigen steht schon bereit. Am 20. März 2003 beginnt der Krieg. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Nach 40 Tagen ist der Irak besiegt. Hunderte US-Waffenspezialisten suchen nach Spuren von Chemie oder Biowaffen.
Monatelang. Sie finden nichts. Hatte der Lügenbaron von Bagdad diesmal die Wahrheit gesagt? Die Opferzahlen des Krieges und des anschließenden Bürgerkriegs sind umstritten. Sicher ist, dass seit 2003 über 100.000 Menschen im Irak eines gewaltsamen Todes gestorben sind. In der Heimat werden schwere Vorwürfe gegen den Kriegsherrn laut. Haben Bush und Blair die Öffentlichkeit belogen? Der US-Präsident weist die Vorwürfe zurück und sagt, die Geheimdienste hätten ihn falsch informiert. CIA-Chef George Tenet muss zurücktreten. Typische Art der Selbstentschuldigung des entlarvten Lügners ist, die Verantwortung abzuschieben. Man sucht immer Institutionen, die dafür gerade stehen müssen. Und dann gibt es sogenannte Bauernopfer und es läuft alles herrlich weiter. Bush bleibt im Amt, doch Amerikas Ansehen in der Welt erleidet großen Schaden. Nicht nur wegen der Lage im Irak, sondern auch wegen des Mangels an Wahrhaftigkeit. Was mich erschreckt an der ganzen Sache ist nicht, dass ein amerikanischer Präsident lügt, sondern dass er wirklich so dumm ist, diese Lüge so auffliegen zu lassen. Mich hat erschüttert, wie amateurhaft die Amerikaner da vorgegangen sind. Ich meine, dass sie dann wirklich keine Massenvernichtungswaffen finden im Nachhinein, das hat mich überrascht. Und wenn das unsere Schutzmacht sein soll, na dann aber gute Nacht. Ihr eigentliches Ziel jedoch erreichen die Amerikaner 2003. Die Gefangennahme Saddam Husseins. 3 Jahre später wird der Diktator hingerichtet. Unser nächster Fall. Eine ganze Nation glaubt einer folgenschweren Lüge, weil kein Politiker den Mut zur Wahrheit hat. November 1918. Revolution in Berlin und vielen anderen Städten. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Deutschland wird Republik. Wen trifft die Schuld an der Niederlage? Ein Jahr nach Kriegsende soll er eine Antwort geben. Paul von Hindenburg, Chef der letzten Heeresleitung. Der Feldmarschall lässt wissen, die Revolution sei der Front in den Rücken gefallen. Die Armee sei, Zitat, von hinten erdolcht worden. Die Dolchstoßlegende. Hindenburgs Wort hat Gewicht bei den Deutschen. Dass ein Mann wie er lügt, halten viele für undenkbar. Im August 1916 war er in die oberste Heeresleitung berufen worden. Hindenburg kennt die militärische Lage besser als jeder andere. Er weiß genau, dass die letzte deutsche Offensive im Frühjahr 1918 unter großen Verlusten gescheitert ist. Und dass die Disziplin der kaiserlichen Armee nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Nach dem Kriegseintritt der USA hat sich das Kräfteverhältnis dramatisch verändert. Zu Ungunsten der Deutschen. Die Front verläuft zwar immer noch auf französischem und belgischem Boden, doch ein erfolgreicher Durchbruch der Gegner scheint nur noch eine Frage der Zeit. Hindenburg und sein Stabschef Erich von Ludendorff reden öffentlich weiter vom Siegfrieden. Intern aber stufen sie die Lage schon Anfang August 1918 als aussichtslos ein. Währenddessen sterben täglich noch immer tausende Deutsche, Franzosen, Engländer und Amerikaner. Einen sinnlosen Tod. Erst am 29. September 1918 handelt die oberste Heeresleitung und fordert die Reichsregierung auf, unverzüglich Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen. Das Eingeständnis der Niederlage wollen die Generäle lieber den Zivilisten überlassen. Deutschland gibt sehr ungern einen Krieg auf. Das heißt, jetzt hat man plötzlich ein Feindbild gesucht. Wenn man gesagt hätte, wir sind zu schwach, der Feind ist zu stark, dann gebe ich meine eigene Schwäche zu. Nein, das tue ich nicht. Ich suche jetzt, und das ist die typische Form der Lüge, es ist echt der Kollektivlüge, einen Sündenbock. Der Kaiser geht ins Exil. Die Unterschrift unter dem Waffenstillstand leistet der demokratische Politiker Matthias Erzberger.
Er wird dafür 3 Jahre später von Rechtsradikalen ermordet. Sehen die Politiker nicht, wie sie vom Militär als Sündenbock missbraucht werden? Die Soldaten, die jetzt von der Front zurückkehren, wissen nicht, wie aussichtslos die Kriegslage wirklich war. Begrüßt werden sie mit der fatalen Legende, sie seien, Zitat, im Felde unbesiegt. Die Masse der Soldaten hat daran geglaubt. Sie wollten, konnten nicht zugeben, dass die eigenen Offiziere daran schuld sind. Dass alles daneben gegangen ist, dass sie so elendig zugrunde gegangen sind. Wir wissen ganz genau, dass Feindbilder in der sogenannten Masse hervorragend funktionieren. Weil wenn ich sage, ich habe als kleiner Soldat an der Front gekämpft, aber ich habe nicht deshalb verloren, weil ich feig, weil ich schlecht war, sondern aus dem Hinterhalt, da waren die wirklichen Gauner, die mich am Siegen gehindert haben. Keiner in der neuen demokratischen Regierung hat den Mut, der Dolchstoßlüge zu widersprechen. Die Republik verschafft sich den entscheidenden Geburtsfehler selbst. Aus Angst vor der Machtprobe mit den alten Kräften. Selbst Reichspräsident Friedrich Ebert verbreitet das Märchen von der im Felde unbesiegten Truppe. In Versailles diktieren die Sieger harte Friedensbedingungen. Doch sie ziehen keinen der verantwortlichen deutschen Generäle zur Rechenschaft. Auch deshalb triumphiert die Lüge. In Deutschland werden nicht der Kaiser und seine Generäle für den demütigenden Kriegsausgang verantwortlich gemacht, sondern die neue demokratische Regierung. So etwas gab es in der Geschichte ja schon oft. Wenn man will, dass sich etwas so und nicht anders abgespielt hat, muss man es nur oft genug wiederholen. Wir haben es bei der Dolchstoßlegende mit einer klassischen Verleumdung zu tun. Dabei spielt es keine Rolle, dass sie eine Lüge ist, die hinter dem Rücken des anderen ausgesprochen wird. Wichtig ist nur, dass sie ständig wiederholt wird. Einer, der diese Strategie bis zum Äußersten treibt, ist der Chef der 1920 gegründeten NSDAP. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Die Dolchstoßlegende gehört zu Hitlers Hauptwaffen im Kampf gegen die Demokratie. Geboren wird sie übrigens ausgerechnet im Münchner Löwenbräukeller, dort, wo sich die Nazi-Führung später gern versammelt. Am 2. November 1918 formuliert hier der bayerische Abgeordnete Ernst Müller-Meiningen erstmals den verhängnisvollen Gedankengang. Wir müssten uns vor unseren Kindern und Enkeln schämen, wenn wir der Front in den Rücken fielen und ihr den Dolchstoß versetzten. Unsere nächste Lüge aus der Geschichte hält nur 8 Wochen. Als sie auffliegt, ist es die Bankrotterklärung eines gescheiterten Experiments. Sommer 1961. Täglich kommen mehr als 1000 Flüchtlinge aus der DDR nach West-Berlin. Es sind vor allem gut ausgebildete Fachleute. Seit Wochen macht das Gerücht die Runde, die DDR wolle diesem Aderlass ein Ende bereiten und die Grenze abriegeln. Auf einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961 bezieht DDR-Staatschef Walter Ulbricht zu den Gerüchten Stellung. Ich sehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Lüge wie geschaffen fürs Kabarett. Es lässt nur 2 Schlüsse zu. Entweder die Mauer ist aus Versehen gebaut worden, das heißt ohne Absicht, oder er hat gelogen. 10 Jahre wird er alt. So alt wie unser Staat. Am Anfang glauben viele im Osten, dass hier ein neues, besseres Deutschland entsteht. Aber im Herzen die Zuversicht. Sozialer, freier, gerechter. Doch Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander.
Was gut und was wahr sein soll für die Menschen, entscheidet allein die Partei. Die Bürger der DDR feiern ihren Staat. Sie sind eins mit ihrer Regierung. Einheit von Volk und Regime? Eine Art Grundlüge der DDR. Tatsächlich sind viele enttäuscht von Mangelwirtschaft und fehlender Freiheit. Die DDR-Bürger stimmen mit den Füßen ab. Fast 3 Millionen fliehen bis zum Sommer 61 in den Westen. Als die Grenze zur Bundesrepublik geschlossen wird, bleibt nur noch der Weg über Berlin. Doch Ulbricht will auch den versperren. Es wäre sicherlich möglich gewesen, auch friedlicher, ohne Mauerbau, diese Flucht zu stoppen. Aber dazu hätte er zumindest eine Scheindemokratie, wie in Ungarn zum Beispiel, nach 1956 unter Janosch Kadar einführen müssen. Aber sowas, meiner Meinung nach, kannten die DDR-Kommunisten nicht. Die sind, alles, was sie machen, ist hundertprozentig. Vielleicht ist das ein bisschen eine deutsche Gewohnheit. Schon 1953, im Jahr des Volksaufstands, will Ulbricht die Grenzen schließen. Doch die Sowjets lehnen ab. Erst 8 Jahre später lässt Chruschtschow ihn gewähren. Als in der Nacht zum 13. August 61 15.000 DDR-Soldaten die Grenze abriegeln, ist die Überraschung fast perfekt. Auch dank Ulbrichts Lüge 2 Monate zuvor. Erst kommt der Stacheldraht, dann die Mauer. Doch die Flucht nach Westen wird nur eingedämmt. Gestoppt wird sie nicht. Vor allem junge Menschen riskieren ihr Leben für die Freiheit. Fast 500 DDR-Bürgern gelingt in den ersten Wochen nach der Abriegelung die Flucht durch den Stacheldraht. Auch Volkspolizisten fliehen, wie Konrad Schumann, dessen Bild um die Welt geht. Willy Brandt, wohl bekannt, wurde weiß. Ohnmächtig muss Willy Brandt, der regierende Bürgermeister Westberlins, der Grenzschließung im Zentrum der Stadt zusehen. Affe tot. Er appelliert an die Westmächte, doch die reagieren nur zögernd. Kennedy schickt seinen Stellvertreter Lyndon B. Johnson und den Helden der Luftbrücke General Lucius D. Clay. Es folgen symbolische Gesten und empörte Reden, die im Kern denselben Zweck haben wie Ulbrichts Lüge. Berlin soll ruhig bleiben. Die Empörung des Westens, wenn man Westen als Begriff verwenden kann, über den Mauerbau war gespielt. Berlin ist 1961 der gefährlichste Krisenherd im Kalten Krieg. Auf dem Wiener Gipfel, eine Woche vor Ulbrichts Lüge, deutet Kennedy an, dass es den USA allein um West-Berlin geht, nicht um die Freiheit der DDR-Bürger. Noch deutlicher wird der US-Senator James William Fulbright. Nur 2 Wochen vor dem Mauerbau erklärt er: Ich verstehe nicht, warum die Ostdeutschen ihre Grenze nicht schließen. Ich denke, sie haben das Recht dazu. Walter Ulbricht nutzt die Toleranz des Westens und lässt die Grenze systematisch weiter ausbauen. Es ist die Umsetzung seines menschenverachtenden Plans, dem im Juni 61 mit einer kapitalen Lüge der Weg geebnet wird. Dabei ist Ulbricht übrigens der Erste, der im Zusammenhang mit der Berliner Grenze den Begriff Mauer verwendet. Diese Mauer sollte mindestens 136 Menschen das Leben kosten, bis sie nach 28 Jahren endlich wieder fällt. Wer behauptet, nie zu lügen, lügt. Das gilt natürlich im Privaten ebenso wie in der Politik. Doch wo die Grenze zwischen Täuschung, Wunschdenken und kalter Lüge liegt, das ist mitunter schwer zu unterscheiden. Konrad Adenauer hat es einmal gut katholisch so gesagt: Es gibt die volle, die reine und die lautere Wahrheit. Und erst die letztere sei frei von jeder Täuschung. Das ist nah bei Churchill, der behauptet hat, die Wahrheit
sei so kostbar, dass man sie verstecken muss. Natürlich hinter einem Wall von Lügen. Bleiben Sie uns treu. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. I did not have sexual relations with that woman. Demokraten tun es genauso wie Diktatoren. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die größten Lügen der Geschichte. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Wer die Wahrheit sucht in der Geschichte, stößt ganz oft auf ungeheure Lügen. Schon die Menschen in den ersten Hochkulturen haben derart dreist gelogen, dass sie sprichwörtlich die Balken bogen. Doch warum die Lüge bis in unsere Tage zu den Grundkonstanten der Geschichte zählt, ist kaum bekannt. Wir haben 7 große Lügen ausgewählt. Geschichten hinter der Geschichte, die Wirkung von gezielter Unwahrheit verdeutlichen. Dass Lügen kurze Beine haben, ist natürlich eine Binsenweisheit, die in unserem ersten Fall schon gar nicht gilt. Denn mehr als 6 Jahrhunderte vergingen, bis die Lüge aufflog. Und 4 weitere, bis auch die Stellvertreter Gottes sich dem beugten. Die wohl folgenreichste Lüge der Geschichte hat mit Religion zu tun und auch mit Macht. In allen großen Weltreligionen gilt die Unwahrheit als Sünde. Vater der Lüge sei der Teufel, sagt die Bibel und sagen die Päpste. Wenn das so ist, dann riecht die Grundlage päpstlicher Macht im Mittelalter gehörig nach Schwefel. Mehr als 1000 Jahre lang gründete der Herrschaftsanspruch des Vatikans auf einer sagenumwobenen Urkunde der sogenannten Konstantinischen Schenkung. Zahllose Abschriften in ganz Europa zeugen von der Bedeutung der Urkunde im Mittelalter. Im Original soll sie die Unterschrift des römischen Kaisers Konstantin getragen haben. Nach Christus, so berichtet der Urkundentext, sei Konstantin der Große vom Papst durch die Taufe von der Lepra geheilt worden. Der dankbare Kaiser habe den Bischof von Rom daraufhin zum Oberhaupt aller Christen ernannt und ihm die Westhälfte seines Reiches übergeben. Der Papst damit zum geistlichen Oberhaupt der Kirche und zu einem der mächtigsten Herrscher in Europa. Doch die Urkunde, die auch noch das angeblich persönliche Siegel Jesu Christi trägt, hat einen Haken. Sie ist eine Fälschung. Wann und wo sie entsteht, ist bis heute unklar. Mitte des 8. Jahrhunderts finden sich erste vage Spuren der konstantinischen Schenkung in schriftlichen Quellen. 751 nach Christus stürzt der Frankenkönig Pippin seinen Vorgänger mit dem Segen des Papstes. Der neue König verschafft dem Papst dafür Besitztümer in Italien und beruft sich dabei auf die vermeintlich uralten Ansprüche der konstantinischen Schenkung. Es ist der Beginn des Kirchenstaats, der später große Teile Mittelitaliens einnehmen wird. Auch den Vorrang vor den anderen Bischöfen können die Päpste durchsetzen, mit Hilfe der konstantinischen Schenkung. Sie wird neben den einschlägigen Stellen im Neuen Testament zur wichtigsten Grundlage päpstlicher Macht. Erst 1433 gerät das Lügengebäude ins Wanken. Der deutsche Gelehrte Nikolaus von Kues entdeckt haarsträubende Fehler im Text der Urkunde. So wird der Name Konstantinopel benutzt, obwohl die Stadt damals noch Byzanz heißt. Kues bestreitet die Echtheit der Urkunde, nicht aber die Autorität der Päpste. Immerhin wird er zum Kardinal gekürt.
Es hatte ja schon vor Nikolaus von Kues Zweifel gegeben. Aber man war der Sache nicht nachgegangen, weil es nicht nützlich schien. Viele Kaiser und Könige sahen einen Vorteil in der unabhängigen weltlichen Macht des Papstes. Sie waren froh, einen Verbündeten in Rom zu haben. Sie wollten nicht, dass der Vatikan und die Stadt Rom in die Hände eines politischen Gegners fielen. Die Aufdeckung der Fälschung kann die Macht der Päpste zwar nicht erschüttern, doch sie fällt in eine Zeit, in der das moralische Ansehen des Heiligen Stuhls beschädigt ist. Anfang des 16. Jahrhunderts gilt Rom als Sündenpfuhl. Besonders in deutschen Landen wird den Päpsten vorgeworfen, Gelder der Kirche für ein Leben in Luxus und Sünde zu verschwenden. Die Nachricht von der gefälschten Urkunde ist Wasser auf den Mühlen der Kritiker. Im deutschen Wittenberg ruft ein Mönch namens Martin Luther zum Widerstand auf. In seinen Schriften erscheint der Papst als Drache. Sein Mitstreiter, der Humanist Ulrich von Hutten, macht die gefälschte konstantinische Schenkung per Buchdruck in weiten Kreisen bekannt. In Rom versucht man, den Schaden zu begrenzen. Die Urkunde sei zwar gefälscht, heißt es, aber ihr Inhalt war. Im Übrigen sei die Fälschung in Byzanz und nicht in Rom entstanden. Die gesamte konstantinische Schenkung wurde mehrmals von der Kirche eigentlich widerrufen, indem sie gesagt haben, es stimmt nicht ganz. Aber wir können nichts dafür, das waren die Griechen. Das geschrieben gemacht haben. Und da sieht man das erste Mal einer der wichtigsten Merkmale der politischen Lüge, aber überhaupt der Lüge, Verantwortung abschieben. Erst im 19. Jahrhundert gibt der Vatikan die tausendjährige Lüge ohne Einschränkung zu. Der Bischof von Rom herrscht heute nur noch über einen halben Quadratkilometer, doch er bleibt das geistliche Oberhaupt von über einer Milliarde Katholiken. Unser nächster Fall wirkt dagegen eher harmlos und ziemlich menschlich. Doch er zeigt, wie sehr auch kleine Lügen große Folgen haben können. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Oval Office, so heißt das Büro der US-Präsidenten wegen seines ovalen Grundrisses. Die Praktikantin Monika und der Präsident Bill machen daraus das Oral Office und sorgen für einen handfesten Skandal. Dabei hatte Bills Karriere so makellos begonnen, als Strahlemann neben einer ebenso strahlenden Ehefrau. Ich liebe ihn, ich respektiere ihn und würdige, was er durchgestanden hat und was wir zusammen durchgestanden haben. Das hier ist keine Abmachung, kein Kuhhandel, das ist eine Ehe. Liebesglück oder Lügengebäude? Für die Karriere jedenfalls ein Muss. In den USA hält man den Präsidenten für jemanden, auf den man sich unbedingt verlassen, dem man die Zukunft und sogar die eigenen Kinder anvertrauen kann. Er muss auftreten wie ein Übervater. 1992 behauptet die Sängerin Jennifer Flowers, Clintons Geliebte gewesen zu sein. Das ist doch typisch für ein Blatt wie den Star. Wenn die schreiben würden, Marsmännchen wären auf der Erde, würden sie mich bestimmt nicht fragen, ob das wahr ist. Mit Dementis ans Ziel. Vereidigung zum 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten 1993. Jefferson Clinton, do solemnly swear. So help me God. Congratulations. Bill Clinton ist der erste US-Präsident nach Ende des Kalten Krieges. Er will Amerika modernisieren, bringt neue Inhalte und einen neuen Stil ins Weiße Haus.
Meinungsforscher bescheinigen ihm hohe Werte in den Punkten Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Whitewater. Dann droht ein geplatztes Immobiliengeschäft, die guten Werte zu beschädigen. Das Ehepaar Clinton soll in den sogenannten Whitewater-Skandal verwickelt sein. Sonderermittler Kenneth Starr beginnt in Clintons Vergangenheit zu wühlen und lädt ihm vor. Was er nicht ahnt, Starr hat etwas in petto. Der Präsident soll Sex mit einer Praktikantin im Weißen Haus gehabt haben, Monica Lewinsky. Doch daran kann sich der Vorzeige-Ehemann selbst unter Eid beim besten Willen nicht erinnern. Januar 1998. Ich möchte dem amerikanischen Volk etwas mitteilen. Ich sage das jetzt noch einmal. Ich hatte keinerlei sexuelle Beziehung zu dieser Frau, Miss Lewinsky. Ich habe niemanden aufgefordert zu lügen, nie. Ein Mensch, der seinen ganzen Wahlkampf auf Familie, auf Ehrlichkeit, auf Ehefrau, Tochter, Hund aufgebaut hat, auf puritanisch-protestantische Offenheit. Und so ein Mensch beginnt mit einer Praktikantin eine Beziehung und nachher lügt er. Also das ist für einen Puritaner fürchterlich. Er hat uns, unsere amerikanische Ehre, befleckt. Nicht nur das Kleid der Monica Lewinsky. Das befleckte Kleid von Monica wird nicht gewaschen und auf DNA-Spuren untersucht. Bill muss zur Blutprobe. Ganz Amerika diskutiert die pikante Affäre mit der Praktikantin und die Frage, ob die Zigarrenspielchen überhaupt als Sex zu werten sind. Dass das für den Amerikaner kein Sex ist, das hat mir ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Weil für mich hat das immer dazugehört. Für mich ist das also ein echter Verlust in meiner Erinnerung sozusagen. Wenn ich das alles nur unter Kontakt abordnen muss bei mir in meiner persönlichen Geschichte. Der Kongress schert sich nicht um solche Unterschiede. Die Republikaner beantragen Clintons Amtsenthebung wegen Meineids und öffentlicher Lüge. Clintons beste Verteidigerin ist die betrogene Ehefrau. Sie hält zu ihm, bewundert von der mitleidenden Öffentlichkeit. Die Lüge aber ist nicht länger aufrecht zu erhalten. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. I deeply regret that. Wenn man die amerikanischen Filme anschaut und da irgendjemand irgendeine Untat begeben hat, dann stellt sich hin und sagt, es tut mir so leid. Und wenn sie es tut mir so leid ehrlich klingt, das lieben die Puritaner. Da steht ein Mann, der gesündigt hat. Sexuell Meineid. Aber er steht da und gibt alles zu. Clintons Werte in puncto Glaubwürdigkeit sacken in den Keller. Seine Sympathiewerte dagegen kaum. Amerika verzeiht einem ansonsten erfolgreichen Präsidenten seine menschlichen Schwächen. Freispruch im Senat im Februar 99. The Senate adjudges that the respondent William Jefferson Clinton, President of the United States, is not guilty as charged in the second article of impeachment. In den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit bemüht sich Clinton, das Image vom treuen Familienvater wiederherzustellen. Ehefrau Hillary wird mit einem Senatssitz entschädigt und mit Aussicht auf mehr. Heute ist sie Außenministerin. Unser nächster Fall handelt von einem notorischen Lügner, einem Kriegsgrund und dem tiefsten Einschnitt in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Deutschland im Sommer 1939. Krieg liegt in der Luft, aber die meisten Deutschen wollen Frieden. Am 1. September morgens um 10 Uhr wird verkündet, was viele befürchten. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die meistzitierte Hitlerrede ist gleich doppelt falsch.
Schon um 4.45 Uhr eröffnet das deutsche Kriegsschiff Schleswig-Holstein vor Danzig das Feuer. Vermutlich aus Versehen datiert Hitler den Angriff auf Polen eine Stunde zu spät. Der Rest der Rede ist kühl kalkuliert. Weil die Deutschen eher kriegsunwillig sind, wird die Lüge vom angeblichen polnischen Angriff in die Welt gesetzt. Für sich selbst brauchte Hitler ja keine Rechtfertigung des Angriffs. Er hatte das ja oft genug gesagt und auch geschrieben, dass er diesen Krieg wollte. Aber er muss sich vor einer Nation verantworten, die noch nicht ganz auf seiner Seite steht. Außerdem will er sich auch vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen, so gut es geht. Der eigentliche Kriegsgrund heißt Danzig. Seit dem Versailler Vertrag von Deutschland getrennt. Hitler fordert die Wiedereingliederung der Stadt ins Reich und freien Zugang auf dem Landweg. Warschau lehnt ab. Es kommt zu Schikanen gegen Deutsche in Polen. Hunderte fliehen, heim ins Reich. Hitlers 50. Geburtstag, 20. April 1939. Seit zwei Wochen hat die Wehrmacht Befehl, den Überfall auf Polen vorzubereiten. Hitler träumt vom Lebensraum im Osten. Er will nicht verhandeln, er will Krieg. In Polen wird die Mobilmachung angeordnet. In der Regierung herrscht Siegeszuversicht. Man überschätzt die eigene Stärke und hofft auf die Engländer. London hat, wie auch Frankreich, erklärt, im Falle eines deutschen Angriffs auf Polens Seite in den Krieg einzutreten. Auch in Großbritannien werden die Streitkräfte mobilisiert, wird die Bevölkerung auf Luftangriffe vorbereitet. Trügerische Idylle im Sommer 39. Viele Deutsche hoffen, dass der Streit um Danzig ausgeht wie das Ringen um Sudetenland. Friedlich und erfolgreich. Ein Krieg allein gegen Polen, England und Frankreich scheint aussichtslos. Dann am 23. August der Auftritt des deutschen Außenministers von Ribbentrop in Moskau. Bislang galt Stalins Sowjetunion als Erzfeind der Nazis. Jetzt schließen die beiden Diktatoren ein Bündnis. Man ist sich schnell einig. Nicht-Angriffspakt. Aufteilung Polens. An der deutsch-polnischen Grenze marschiert die Wehrmacht auf. Mit Stalin als Partner fühlt sich Hitler sicher. Frankreich und England, so glaubt er, würden Polen im Stich lassen. Der Morgen des 26. August. Deutsche Soldaten eröffnen am Jablunka-Pass im Süden Polens das Feuer. Die ersten Schüsse des Zweiten Weltkriegs, sechs Tage zu früh. Die Soldaten haben kein Funkgerät und erfahren nicht, dass Hitler den Angriff noch einmal verschoben hat. Er braucht noch den passenden Anlass. Am Abend des 31. August überfallen als Polen verkleidete SS-Männer den deutschen Grenzsender Gleiwitz. Sie hinterlassen einen Toten in deutscher Uniform, einen ermordeten KZ-Häftling. In deutscher und polnischer Sprache wird die angebliche Eroberung durch polnische Angreifer verkündet. Für den nächsten Morgen um 4.45 Uhr hat die Wehrmacht den Befehl, auf breiter Front anzugreifen. Wir sprechen über den Sender Gleiwitz.